Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie die Pompom-Tiere moin kennt und was noch draus basteln kennt. Ich zeige euch jetzt heute einmal die Maus, weil die haben wir noch gar nicht gemacht. Wir malen das jetzt einmal mit den Aquarellbuntstiften auch das Ganze. Und zwar habe ich jetzt einfach nur ein Grau genommen. Mache erst einmal das so grob grau. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Rosa für die Ohren innen. So, und dann brauchen wir noch ein Rot für unsere Mütze. Machen wir jetzt gleich ein bisschen intensiver da. So, und den Rest machen wir dann mit dem weißen Posca-Stift. Dann machen wir jetzt zuerst einmal die Augen, halt zuerst einmal verwaschen. Nochmal systematisch vorgehen hier. Beim Verwaschen jetzt bitte aufpassen, dass das Wasser nicht tiefer ist, wie der Pinsel lang ist, dass euch nicht das reinläuft. Ja, und dann könnt ihr nämlich schön hergehen und könnt ihr das so ein bisschen verwaschen, dass ihr die Linien nicht mehr so seht. Ihr könnt jetzt auch dann mit ein bisschen Schwarz noch reingehen, das zeige ich jetzt dann. So, müssen wir jetzt mal aufpassen, dass wir in die Augen nicht reinkommen. Sonst verläuft uns das wieder. So, unsere Mütze noch ein bisschen. Man sieht schon, dann wird es richtig intensiver, wenn sie jetzt mit der Acrylfarben oben mal. So, dann haben wir eine schwarze Nase. Und dann mache ich da jetzt einfach auch nochmal ein bisschen so schwarz her. Das verwasche ich jetzt dann nochmal da ein bisschen rein. So, dass wir da ein bisschen einen dunklen Schatten reinkriegen. Seht schon, das verwascht sich jetzt wieder miteinander. So dass ihr keine Linien peilt, sondern dass es wirklich schön ausschaut nachher. Jetzt immer langsam im Wasser, lieber ein bisschen weniger, ist oft mehr. So, dann noch ein bisschen. So. Und bei den Füßen macht es genauso. Ich habe meine schon mal vorbereitet. Weil wir wollen euch jetzt nicht unbedingt sagen, wie man die Sachen alle einzeln anmalt, weil wir mal mit dem Buntstift anmalt, da brauchen wir jetzt nicht so viel zu sagen. Außerdem könnt ihr das bei den Pompom-Tiere immer bei den anderen Videos nochmal anschauen, da nochmal schauen, auf was ankommt, wie man es macht. Da ist es halt immer besser, ihr nehmt da gleich einen weißen Posca. Könnt ihr natürlich auch mit den Acrylfarben malen, aber dann habt ihr gleich eine schöne Deckkraft. So. Jetzt mal schon mal einen angemalt, der kriegt jetzt nur seine Augen. Die tue ich jetzt gar nicht mehr verwaschen, sondern die lasse ich gleich so. Mal da oben ein bisschen was Blaues drüber. Gehen wir da nochmal ein bisschen drüber gehen. So, jetzt. Und dann kattet ihr das Ganze raus. Ihr könnt dann immer auf der Rückseite nochmal schauen, wo es festgehängt ist. Es ist jetzt praktisch da ein Steg, wo festgehängt ist. Und da auch einer. So, wenn es geklickt hat, dann geht es meistens raus. Und dann könnt ihr das da sauber. Dann habt ihr das sauber raus. Wenn ihr es hinten bemalen wollt, so jetzt für die Pompom-Tiere bemale ich sie hinten auch noch. Ja? Die Pompom, wie man die macht, und der Pompom-Maker ist natürlich im Set mit dabei. Zeigt euch einmal nochmal. Ja, da ist immer der Pompom-Maker dabei, die ganzen Tiere. Und alles, was ihr braucht dazu, ihr könnt jetzt eine Wolle nehmen, Pompom wickeln. Das könnt ihr auch anschauen in einem extra Video, wie man die Pompoms macht. Aber wir wollen euch heute einmal was anderes zeigen, wo ihr es nun nicht mehr kennt, wenn ihr jetzt keine Wolle habt. Ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel hergehen und jetzt euch irgendwelche 3 cm Kugel besorgen. Ja, und ihr klebt es direkt aufs Kugel drauf. Das haben wir auch schon mal vorbereitet. Schaut, so schauen die dann aus. Und dann könnt ihr hinten euer Bänderl durchmachen und könnt es
an einen Strauch hinhängen oder wie auch immer. Bei denen klebe ich es mit dem Heißkleber fest, weil das mit einem anderen Kleber sonst immer rutscht. Ja? So, jetzt noch eine neue Geschichte. Und zwar, wenn ihr das jetzt auf so eine Tafel machen wollt, so wie da, zeige ich das einmal. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Und ihr macht Schlüsselanhänger draus. Ja? Und dann könnt ihr hergehen, nehmt euch einfach einen Bleistift, legt euch die Teile auf, weil wir wollen jetzt mal was mit der Maus machen. Legt euch die Teile auf und malt euch erst einmal den Bauch auf. Ja? Da müssen wir ein bisschen runterrutschen, dass wir oben noch rauskommen. Ja, da können wir sie einfach ein bisschen schräger schauen lassen. Und dann geht es einfach her, sodass ihr jetzt das gleiche Grau habt. Und malt euch jetzt da einfach einmal euren Bauch aus. Erst einmal außenrum ein bisschen dunkler Grau. Und dann nehmen wir mal noch Weiß dazu. Und dann werden wir den einfach ein bisschen weiß absetzen. Dann verwaschen wir das Ganze miteinander ein bisschen. Und dann haben wir unseren Bauch schon fertig. So. Also so mache ich das immer mit den Figuren, dass ich ihm am Bauch aufzeichne, sodass ich weiß, wo der überhaupt hinkommen muss. Weil es ist bei jeder Figur immer ein bisschen anders. Ihr müsst es auch nicht unbedingt mit Bauch machen. Ihr könnt jetzt auch Eiskristall oder Sternchen nehmen und zum Beispiel so ein Eiskristall oder Sternchen oder was nehmen statt dem Bauch malen, wenn ihr das nicht machen wollt. Und ansonsten zeige ich euch jetzt mal, wie es weitergeht. Ich male jetzt das schnell mit der Acrylfarbe. Ihr könnt es natürlich jetzt auch außenrum mit den Buntstiften weitermalen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das jetzt nur, weil es einfach ein bisschen schneller geht. So, dann machen wir da jetzt erst mit der Maus einen Hintergrund. Ihr seht schon, bei mir ist das alles so grün-rot. Das ist halt einfach die Weihnachtsfarben sein. Ihr könnt es natürlich in jeder anderen Farbe genauso machen. So, bei den Schlüsselanhänger, die bemale ich dann immer beidseitig. Ja, dass die hinten auch bemalt sind, weil die drehen sich ja am Schlüsselbund einmal um. Ihr könnt natürlich die jetzt auch verwenden für zum Beispiel aufs Päckchen drauf machen und schreibt hinten dann einen Namen drauf, von dem der, wo das Päckchen kriegen soll zu Weihnachten. Da kann man die jetzt auch gut nehmen und nachher können sie es wieder als Schlüsselanhänger verwenden. So, jetzt haben wir mal da unser Ding, dann packen wir unsere Maus erstmal fest. So, dann müssen wir jetzt natürlich schauen. Da habe ich es natürlich jetzt hinten nicht angemalt, weil wir es ja nicht brauchen, weil wir das ja eh drauf packen. So, jetzt schauen wir mal, wie unsere Maus ist, dass der Schlüsselring noch durchgeht, herkommt. Und die Füße, da habe ich jetzt auch wieder die Poppelrosa gemacht. Und mein zweiter Fuß da. Hat sich schon ist abgeflüchtet hier. So. Dann machen wir ja noch die Hände. Da kann mir jetzt auch hergehen und kann mir einen kleinen Stern oder was in der Mitte noch rein machen. Da gibt es so Sternchen in Dose, die könnt ihr immer gut brauchen. Ja. Und dann könnte man jetzt da in der Mitte noch einen kleinen Stern reinmachen und zum Beispiel. Hand. Die andere Hand müssen wir noch hinkleben. Habe ich schon gehört, um oben gehabt war. So. Und dann machen wir da einfach jetzt noch ein Sternchen. Dass ihr seht, wie das ausschaut, wenn die jetzt noch Sternchen hat. So, ein bisschen orange noch. Haben wir noch von vorher da. So. Und man kriegt die jetzt da noch Sternchen reingeklebt. Dann gehen wir jetzt so zwischen die Finger, das ein bisschen hält. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich jetzt mit, entweder mit dem Posca-Stift, zeige ich euch jetzt einmal mit dem Posca-Stift. Macht so kleine Sternchen drauf. So. Also ihr seht schon, der Posca, der deckt auch über dunkel drüber. Müsst ihr aufpassen, dass es trocken ist,
weil der natürlich wasservermalbar ist und dann das Laufen anfängt. So, jetzt, dass das nicht ganz so uni ausschaut, nehmen wir jetzt ganz kurz nochmal Acrylfarbe und machen da ein paar so rote Punkte noch rein. Dann schaut das nämlich schon gleich ein bisschen pfiffiger aus, das Ganze. So, da unten einen großen, da dazwischen noch einen. Und dann habt ihr das schon fertig. Und dasselbe könnt ihr natürlich jetzt auch machen mit diesen Tag-Tafeln und könnt zum Beispiel auch was draufschreiben. Ja? Das ist auch, wird auch immer ganz toll. Oder ihr macht es an die Kugel hin. Ja? Wenn ihr es jetzt an die Kugel und die Päckchen hin macht, dann ist das Problem, dass ihr ja das Loch von dem Teil braucht, dass ihr es aufhängen könnt. Und da mache ich dazwischen rein immer ein Sterndl als Abstandhalter und das zeige ich euch jetzt einmal noch. Und zwar habe ich mir jetzt den Bauch weiter runter gemalt, sodass der Rudi jetzt praktisch da oben drüber schaut und das Loch verdecken würde. Ja? Dann gehe ich da her. Ihr könnt auch zum Beispiel Punkte von den 80er Buchstaben oder sowas euch mitstellen. Das könnt ihr jetzt auch gut machen oder für die 33er. Und dann kriegt das Ganze ein bisschen einen Absatz. Seht ihr das? Zeige es euch einmal nochmal genau. Und dann hat das ein bisschen einen Absatz und dann könnt ihr nämlich jetzt wieder hergehen. Machen wir mit dem Rudi seinen Fürstgeld noch drauf. Und das könnt ihr bei allen Sachen praktisch, wo ihr es jetzt auf die Glöckchen oder auf die Päckchen oder so, wenn ihr es drauf machen wollt. Und ihr braucht da ein bisschen einen Abstandshalter. Bleibst jetzt mal hier. Dann könnt ihr das super da drauf machen. So. Ein bisschen schmalbauchiger geworden. So. Seht ihr es? Und jetzt kann man da wieder ein Bänderl durchmachen und kann man es wieder durchziehen. Jetzt können wir den noch verzieren, so wie den, oder eben verschiedene Varianten machen aus den ganzen, ein bisschen Goldsterndl oder was, da haben wir noch da, da können wir noch ein bisschen ein paar Goldsterndl drauf machen. Es gibt da die Posca-Stifte in Gold und in Silber, die könnt ihr genauso nehmen, gerade für die Kinder, wenn die das machen wollen, ist es immer ein bisschen einfacher. So, dann machen wir mal da noch ein paar so Sternchen drauf. Ihr könnt jetzt natürlich jetzt auch hergehen und kannst die kleinen Sternchen einfach nur mit drauf pappen. Zum Beispiel von der Dose, das schaut auch immer nett aus. Also da könnt ihr euch auch spielen. Für die, die nicht so gut malen können, die können auch mal farbiges Papier nehmen und über den Kreis drüber ziehen und dann wieder ausschneiden, so dass man einfach ein Papier, ein buntes drunter hat und klebt es fest. Da könnt ihr es auch alles für so Sachen könnt ihr das alles verwenden. Jetzt müssen wir natürlich da einen Kontrast setzen. Dann machen wir jetzt einfach ein paar grüne Punkte rein. So. Und ihr seht ja schon, das ist jetzt alles ganz vielfältig. Das könnt ihr wirklich für alle möglichen Eventualitäten. Sind die Pompom-Tierchen geeignet. Das könnt ihr natürlich mit allen anderen auch machen. Ja, so für neutral jetzt. Das ganze Jahr. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra von Petras Bastel News.